mit der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch, Omar Tassat. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Ich bin, der ich immer sein werde. Jesus, der Sohn, der dich so unermesslich liebt. Immer mehr verdichten sich die hohen Schwingungen des Lichtes auf eurem Planeten. Doch fühlt sich dies für euch eher so an, als wenn der Druck sich immer mehr erhöht. Das Licht, das auf die Erde fließt, holt eure Schatten empor, holt eure Ängste und alles, was noch in euch unerlöst ist, ans Licht. Und all der Druck, dem ihr ausgesetzt seid, all den Anforderungen, die an euch gestellt werden, zeigen euch, was es bedeutet, unfrei zu sein. Sie zeigen euch, was es bedeutet, ausgeliefert und ohnmächtig zu sein, vor dem, was andere für euch bestimmen. Und dies, Geliebte, holt auch die tiefsten Schichten der Verletzungen eurer Kindheit ans Licht. Denn als Kinder wart ihr ohne Macht. Ihr wart ausgeliefert dem, was andere für euch bestimmten. Und die meisten von euch, die sich dem Lichtweg hingewandt haben, hatten keine leichte Kindheit. Der Druck der Kindheit hat euch geschliffen und hat euch auf den Weg gebracht. Und es gilt nun anzuerkennen, dass auch eure Eltern, egal wie unglücklich ihr womöglich wart, egal wie viel Unrecht euch womöglich geschehen ist, nur dem Plan eurer Seele gefolgt sind, euch genau die Grundlage und die Basis gegeben haben, die ihr wolltet und brauchtet, um euren Weg, euren individuellen Weg in eure Kraft zu gehen. Eine starke Seele sucht sich kein leichtes Leben aus. Eine starke Seele sucht Herausforderungen, um über sich selbst hinauszuwachsen. Und nun steht ihr vor den größten Herausforderungen, die ihr je für möglich hieltet. Doch ist es nicht der Sinn des Ganzen, dass ihr einfach euch fügt. Es ist nicht der Sinn, dass ihr verzweifelt. Es ist nicht der Sinn, dass ihr in der Ohnmacht bleibt. Der Sinn ist, Geliebte, dass ihr fühlt, dass ihr spürt, was in euch noch unerlöst ist, wo eure Widerstände sind, wo eure Gefühle der Ohnmacht in euch sich bewegen und was diese Gefühle in euch auslöst. Der Sinn ist, dass ihr es in euer Herz nehmt
dass ihr es heilt in euch, dass ihr es transformiert. Und je mehr Menschen dies tun, und wer soll es tun als ihr Lichtarbeiter, als ihr Lichtträger, als ihr, die ihr diese Botschaften hört, die durch so viele Menschen jetzt zu euch gebracht werden. Ihr seid die Seelen, die das Licht halten. Ihr seid die Seelen, die das Licht nach außen tragen. Und oh ja, ich, Jesus, verstehe sehr wohl, was es bedeutet, einen solchen Weg vor sich zu haben. Bin doch ich einen solchen Weg gegangen, mit noch mehr Herausforderungen als ihr. Und auch ich habe manches Mal in mir kämpfen müssen gegen mich selbst, gegen meine eigenen innersten Verletzlichkeiten, Gefühle und auch Angst des Verlassenseins, der Ohnmacht. Ich bin Mensch geworden und auch ein Mensch gewesen. Ich war nicht nur vollkommen. Auch ich kannte Angst. Auch ich kannte Zweifel. Auch ich kannte Ohnmachtsgefühle. Doch so wie ich sie überwunden habe, vertraue ich auf euch, dass auch ihr sie überwindet, dass ihr sie in euch heilt und die Fackel des Lichts, die Fackel der Liebe und die Fackel der Wahrheit hochhaltet. Woran erkennt man eine große Seele, eine Seele der Integration, der Integrität? Man erkennt sie daran, dass sie durch nichts sich von ihrer Wahrheit abbringen lässt. Man erkennt sie daran, dass sie unter allen Umständen die Fackel der Wahrheit und die Fackel der Integrität aufrechterhält. Und im besten Fall auch die Fackel der Liebe. Dies ist nicht immer leicht. Und es ist auch nicht gefordert, dass ihr vollkommen seid. Es ist einfach nur die Anforderung, die jetzt an euch gestellt ist, immer wieder euch auszurichten. Und auch die Fackel des tiefen Vertrauens aufrecht zu erhalten. Und wie ihr sehen könnt, ist die geistige Welt für euch da. So viele geistigen, hohen Lichtwesen stärken euch durch ihre Botschaften, stärken euch durch ihr So-Sein und Dasein. Und es ist an euch, euch zu verbinden mit dem hohen Licht, euch zu verbinden mit den Seelen, die gleichen Sinnes mit euch sind, euch zu verbinden und auch die Hilfe zu beanspruchen in euren Gebeten, in eurer Ausrichtung. Bittet, so wird euch gegeben. Dieses Wort gab ich euch vor langer Zeit. Und dieses Wort ist nach wie vor gültig. Bittet, dass ihr erkennen könnt, was jetzt in euch der Erlösung bedarf. Bittet darum, dass euch geholfen wird, dies in euch herauszulösen, aus euch herauszulösen, zu transformieren
eine wahre Kraft, die euch dann zur Verfügung steht. Denn euer tiefster Punkt, euer tiefster Schmerz, eure tiefste Angst ist auch der Punkt, wo eure tiefste und größte Kraft liegt. Dies anzunehmen, dies in euch zu heilen und zu transformieren, gibt euch die Kraft, die Ausrichtung und das Vertrauen, das ihr jetzt braucht. Bittet darum, dass eure Ängste euch bewusst werden. Bittet darum, dass sie in euch erlöst werden. Und ebenso all der Schmerz, all der Druck, der in euch ist, den ihr vielleicht noch nicht genau erkennt, dass es euch bewusst wird, was dort in euch berührt ist, an Unerlöstem, was ihr doch so viele, viele Jahre verdrängt habt, um es nicht mehr zu fühlen. Und es war für eine gewisse Zeit hilfreich für euch, denn so konntet ihr euer Leben besser meistern. Doch nun ist es nicht mehr hilfreich für euch, es im Verborgenen zu lassen. Es ist hilfreich für euch, sich es anzuschauen, es anzunehmen. Denn in dem Moment, Geliebte, wo ihr es annehmt, wo es euch bewusst wird, habt ihr auch schon den großen Schritt getan, dass es gehen kann, dass ihr es loslassen könnt. Denn loslassen und annehmen ist eins. Doch annehmen bedeutet auch, es neutral anzunehmen. Es wirklich neutral zu betrachten und zu fühlen, ohne es zu bewerten, ohne es weiter zu erschaffen, indem ihr eure Urteile daran bindet. Und dies ist eigentlich die Aufgabe, die ihr jetzt habt, es mit allem zu tun, was auf eurer Erde gerade geschieht. Es anzunehmen, indem ihr es betrachtet, indem ihr es wahrnehmt und fühlt, ohne es zu beurteilen. Ganz neutral hebt es an ins Licht eures Herzens. Euer Herz ist der Ofen der Transformation. Und nach allem, was ihr fühlt, so viel Wut, so viel Angst, so viel Verzweiflung, so viel Vergeblichkeit, so viel Ohnmacht, ist es wahrlich eine herausfordernde Aufgabe. Es ist herausfordernd, doch es ist möglich, ihr habt die Kraft dazu. Denn hättet ihr sie nicht, wäre die Situation nicht, wie sie ist. Ihr habt diese Situation geschaffen, um sie zu meistern, um die Meister zu werden und zu sein, die ihr in eurem Ursprung schon immer wart. Und Meisterschaft bedeutet, eine Situation zu meistern. Und du meisterst nichts, indem du dich im Widerstand bewegst. Du meisterst, indem du neutral annimmst. Dein Einverständnis heißt nicht, dass du es gut finden musst. Dein Einverständnis bedeutet nicht, dass es richtig ist, was geschieht. Auf einer bestimmten Ebene ist es das, auf einer anderen natürlich nicht. Und dennoch
ist es der Weg, es neutral zu betrachten, es neutral zu fühlen als das, was es ist, und Meisterschaft darüber zu erlangen, über der du bist, über deine eigenen Gefühle, über deine eigenen Urteile. Denn du kannst immer nur Meisterschaft erlangen über dich selbst, niemals über einen anderen. Doch in dem Moment, wo du Meisterschaft über dich selbst, über deine Gefühle erlangst, Geliebte, wird sich dein Außen verändern. Es wird sich verändern. Und wir sehen all die vielen, vielen Lichter, die nun erwacht sind und genau dies tun wollen und tun werden. Haltet die Fackel der Liebe hoch. Meistert eure Empfindungen, eure Ängste, eure Verletzungen aus der Kindheit oder auch später. Meistert euch selbst und werdet und seid die Meister, die ihr seid. Und genau dies ist es, was den Wendepunkt bringt. Denn genau dies ist es, wo niemand mehr Macht über euch hat und keine Macht mehr ausüben kann. Denn ihr seid die mächtigen Schöpfer und Schöpferinnen. Und nutzt die Zeit der Besinnung, die Zeit, die so jetzt auf der einen Seite euch so dunkel erscheint und auf der anderen Seite doch so viel Licht zu euch bringt. Werdet euch gewahr und seid euch jederzeit bewusst. Ihr seid auf dem Weg in die Meisterschaft eurer selbst. Und dafür, Geliebte, bekommt ihr alle Hilfe, die ihr braucht und um die ihr bittet. Doch ihr müsst bitten. Und wenn ihr bittet, so wird euch gegeben. Und wahrlich, so ist es. Und so segne ich euch mit der Schwingung der allumfassenden Liebe. Ani, O Hevet, O Drach. Und so ist es. Baut auf mich. Ich bin der Fels. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. So ist es. So ist es.